Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S zum neuen Video. Ich bin mal wieder zu Burger King gefahren, denn es gibt den Whoop Whoop Whopper Wrap für euch. Also, was ist das Neues da? Es gibt einen richtig geilen neuen Wrap bei den Fresh Kings von Burger King. Hier wird das Whopper Patty in einen Tortilla Wrap reingelegt, mit den klassischen Whopper Zutaten garniert und zusammengerollt. So einen richtig geilen neuen Whopper Wrap. Den habe ich natürlich noch nicht gegessen. Der ist neu. Den gibt es jetzt bei Burger King und den werden wir gemeinsam zusammen probieren. Deshalb wünsche ich euch bei diesem Food Review ganz viel Spaß. Jo Leute, ich war jetzt im Burger King drin gewesen und habe mir hier den neuen Whopper Wrap geholt. Und den findet sich in dieser Tüte. Den holen wir jetzt erstmal gemeinsam raus. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze so aussieht. Oha! Also, hier. Der ist in so einer, wie ihr jetzt sehen könnt, ja, klassischen Pappverpackung von so einem Wrap. Den kann man hier an der Seite aufziehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal im Detail an. So, dann reißen wir das Ganze mal auf. Geschafft! Epischer Moment. Und wir ziehen das Ganze mal raus. Und zack. Ja. So sieht das Ganze erstmal von vorne aus. Wenn ihr seht, hier ist diese Whopper-Scheibe. Die ist durchgeschnitten. Ich ziehe das Ganze mal ganz raus. Ich denke, wir machen mal bei diesem Wrap machen wir heute mal einen Mittelschnitt und schauen uns das Ganze mal in der Mitte im Detail an. Weil so geht das natürlich nicht. So, zack. So sieht der Wrap jetzt erstmal verpackt aus. Wir schneiden den jetzt komplett in der Mitte mal durch und machen mal einen klassischen Mittelschnitt, um zu schauen, wie das Ganze dann im Detail aussieht. Und ich hoffe, dass ich es jetzt ganz gut treffe, um ihn dann euch auch zu präsentieren. Und dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, oh. Ja, das sieht doch schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Also, wie ihr hier erkennen könnt, in dem Wrap seht ihr an dieser Stelle oben erstmal diesen Eisbergsalat, der standardmäßig mit dabei ist. Dann haben wir Tomatenscheiben, also ich hoffe, man sieht hier ist ein bisschen Tomate, da ist ein bisschen Tomate mit drin. Dann die Whopper-Scheibe, die halbiert ist und halt reingesteckt wurde in diesen Wrap. Ich habe mir zusätzlich noch Käse und Bacon reinlegen lassen, weil das kann man sich als extra, also man kann den Whopper-Wrap so pimpen, wie man möchte. Und ich habe halt, wie gesagt, da Käse noch mit reingenommen. Den seht ihr hier an dieser Stelle, also hier vorne so diese gelbe Scheibe, ist standardmäßig nicht mit dabei. Ja, und an dieser Stelle haben wir das jetzt schon mal gut begutachtet und dann bleibt natürlich nur noch eins übrig, als nächstes probieren. Ja, und dann bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, guten Appetit. Ja, also, ich muss sagen, es schmeckt wie der klassische Whopper. Ein Whopper schmeckt wirklich einfach sehr, 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 sehr lecker. Und wenn man jetzt hier in dieser Bissstelle, ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, sieht, haben wir ja hier dieses saftige Rindfleisch. Das sind ja, wie gesagt, ist ja so ein Rindfleisch-Patty, was ich glaube jetzt geviertelt wurde, also in vier Streifen geschnitten, also einmal zack, dass man zwei Streifen hier hat, zwei Streifen habe ich in der anderen Seite drin. Der Bacon, der ist schön knusprig, der schmeckt mir sehr gut, der Käse ist ein bisschen zerlaufen. Es sind ja Zwiebeln noch mit drauf, Tomate und auch dieser Eisbergsalat. Und das Wichtigste, der Whopper ist der einzigste, oh, halten Sie mal, der Whopper ist der einzigste Burger, der auch Mayonnaise mit drauf hat. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr gut. Ein Burger mit Ketchup und Mayonnaise schmeckt mir immer sehr, 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 sehr lecker. Geschmacklich gesehen, dieser Wrap, also der Tortilla-Teig, seht ihr schon, der ist jetzt nicht so knusprig, der ist einfach nur aufgewärmt und ja, drumherum gelegt. Und kann man das Ganze jetzt mal so vergleichen, dass man sagt, ja, es schmeckt halt wie ein Whopper in so einem Tortilla-Wrap drin. Und geschmacklich gesehen, sage ich mal, ja, gute 4 Ozark-Gesichter kriegt der auf jeden Fall von mir. Wrap-technisch hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen stärker angeröstet ist oder dass man das so auf so eine Griddelplatte legt oder sowas, damit man halt, ja, da ein bisschen mehr Geschmack auch noch in den Wrap reinkriegt. So ist das aber Ganze relativ so solide, muss ich sagen, finde ich ganz gut. Wenn man das jetzt vergleicht, dass der normale Whopper, ich habe es vorhin nochmal gesehen, der kostet im Menü 7,29 €, oder ich glaube, das ist sogar der Einzelpreis gewesen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und jetzt hat dieser Wrap gekostet, einen Moment. So.
Der Wrap hat einzeln gekostet 3,29 Euro. Ich habe mir aber zusätzlich, wie gesagt, noch Bacon und Käse drauflegen lassen. Das sieht man hier an diesen Toppings, die da drauf erkennbar sind. Ich hoffe, man kann das hier ganz gut erkennen. Und ja, ich muss aber sagen, preislich gesehen für 4,69 Euro im Vergleich zum normalen Whopper-Preis ist das schon ganz, ganz, also nicht, nicht günstig, aber es ist schon deutlich billiger, als wenn man sich einen normalen Whopper halt kaufen würde. Und manche Leute stehen ja auch einfach nicht auf diese Brioche-Brötchen. Und dann sagt man, ja, alternativ könnte ich mir ja auch so einen Wrap holen. Und dann habe ich ja trotzdem den gesamten Whopper-Geschmack im Mund. Finde ich schon sehr, sehr gut. Preislich ganz fair, deswegen auch hier an dieser Stelle 4 Aussaggesichter für den Preis. Kann ich einfach nur sagen, ist wirklich ganz solide. Ansonsten muss ich aber sagen, ist es aber auch keine große Neuerung, weil es sind halt die gleichen Zutaten, die auf dem Whopper auch drauf sind. Und den Whopper kenne ich, der schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht mache ich ja auch mal noch mal ein Video darüber, wie ich den, weiß ich nicht, Triple Whopper oder Octa Whopper esse. Es gibt ja so diese Funktion bei Burger King, dass man sich so viele Patties, wie man möchte, auf seinen Whopper legen kann. Mal sehen, ob wir das auch noch machen. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das Ganze sehr, 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 sehr gut. Schmeckt mir wirklich sehr lecker. Preislich gesehen in Ordnung. Gesamtbewertung für dieses Produkt würde ich auch sagen 4 Aussaggesichter. Kann man auf jeden Fall mal sich gönnen, wenn man Bock hat. Und wenn man vor allen Dingen auf Wraps steht, also so Tortilla-Dinger mag, dann kann man das auf jeden Fall ganz, ganz gerne essen. Ja, und ansonsten sind wir dann auch schon am Ende dieses Food Reviews angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert ruhig den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Food Reviews, keine Meinungsvideos, keine Vlogs hier bei mir, bei Aussaug Mega S. Abonnieren ist kostenlos, ich freue mich drüber und ihr seid ein aktiver Supporter. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch übrig, das Ganze aufzuessen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Aussaug. Ciao! Okay.